So, willkommen beim neuen Part Pokémon Pearl. Heute schauen wir uns die Arena hier an. Oh, und ich glaube, ich sollte vorher das Schild anschauen. Wir schauen uns ja fast immer die Schilder an. Pokémon Arena Schlaide. Leiterin Hilda. Das barfüßige Kampfgenie. Na, ach komm, jetzt bin ich zu blöd, in die Arena reinzulaufen. Laufen will gelernt sein, ne? Man muss ja auch lernen, wie man Tür benutzt und so. Hey, hallo, wie sieht's aus auf dem Weg zum Champ? Die Leiterin verwendet Pokémon vom Typ Kampf. Damit erledigt sie jedes Pokémon vom Typ Normal. Aber nun hör gut zu. Mal unter uns gesagt, Arenaleiterin Hilda sagte, dass Pokémon vom Typ Flug und Psycho richtig gefährlich werden können. Ja, wir haben ein Flug-Pokémon bei uns, das sollte daher kein großes Problem für uns sein. Ich setze mein Flug-Pokémon... Ah, perfekt, ist schon an erster Stelle, okay. Gut, kämpfen wir zunächst gegen die Trainer und dann schauen wir uns an, was wir hier eigentlich machen müssen in der Arena. Wir sind der Karate-Vierer. Ich versetze dir einen Schlag im Namen des Muts. Ja! Für den Mut! Nach dem Kampf bist du nicht mehr so mutig, wenn ich deine drei Pokémon erledigt habe. Ein Machoke, die Entwicklung von Macholo, entwickelt sich durch Tausch zu Machomai. Hat, soweit ich weiß, hohen Angriff und Verteidigungswert, kann ich allerdings so vermuten, ich bin mir nicht sicher. Iros. Eine sehr effektive Attacke, Flug gegen Kampf ist sehr effektiv, haben wir schon am Anfang von dem Typen erfahren. Komm, fast ein One-Hit-Kill. Warum reicht es nicht für einen One-Hit-Kill, Kampffalke? Warum? Schön, dass du meinen Kampffalken erkannt hast. Aber bis du meinen Pokémon erkannt hast, liegst du schon lange zurück in deinem Pokéball. Das war's. Gut, was hast du jetzt als zweites Pokémon? Wahrscheinlich wieder so ein Machomai oder ein Macholo oder ja, Macholo oder sowas. Macholo, Machok, Machomai, solche Sachen halt. Ich wette, das letzte ist wieder ein Macholo. Vermute ich mal. Ah, verdammt, mir juckst da unten. Moment. So. Ich juckst da am Bein. So. Alles klärchen. Das war Macholo. Und jetzt kommt, glaube ich, noch ein Macholo. Oder ein Machok. Eins von beiden. So. Von den Werten her ist unser Pokémon auf Angriff und Initiative spezialisiert. Ein Machoke, okay. Das wird bestimmt kein One-Hit-Kill. Wir haben es ja gerade beim letzten Machoke schon gesehen, dass das kein One-Hit-Kill geworden ist. Mann, ich wieder mit meinem bayerischen Dialekt. Naja. Ich versuche ein bisschen Hochdeutsch zu sprechen, damit mich jeder versteht, einwandfrei. Aber das fällt mir ein bisschen schwierig, da ich meinen Akzent ein bisschen... Ja, vertuschen muss, sage ich mal. Oder sage ich mal. Oh Gott. Es ist wirklich schwierig, Hochdeutsch zu sprechen. Um seinen... Ja, damit mich jeder versteht, versuche ich halt jetzt Hochdeutsch sprechen zu können. So, hier geht's nach oben. Hier geht es nach oben. Verdammt, das ist wirklich schwierig. Ich muss Hochdeutsch lernen. Ich mit meinem bayerischen Akzent. Naja. Hier ist ein weiterer Trainer. Wir sind der Karate-Vierer. Wie ich versetze dir einen Namen. Einen Schlag im Namen der Tränen. Ja, für die Tränen! Alles klar, du wirst nach dem Kampf auch weinen. Nachdem ich deine zwei Pokémon besiegt habe. Er setzt einen Machoke ein. Dieses Pokémon haben wir ja gerade eben schon gesehen. Sogar zweimal. Ich greife es an mit Eros. Eros scheint eine gute Methode zu sein, um Kampf-Pokémon zu erledigen. Auch wenn es kein One-and-Kill wird. Naja, aber man kann nicht alles haben. Überwurf ist eine Kampfattacke. Und wir können unseren Kampffalken immer wieder heilen mit der Attacke Ruheort. So müssen wir nicht immer das Pokémon Center verlassen.
So müssen wir nicht immer die Arena verlassen und zum Pokémon Center laufen. Was äußerst komfortabel ist. Ein Mediti, dieses Pokémon sind wir noch gar nicht begegnet. In dieser Arena zumindest. Außerhalb der Arena natürlich schon. Und eine Scan-Attacke, die nichts bringt, setzt es ein. Ja, das wird ein One-Hit-Kill, glaube ich. Oder das wird auch ein One-Hit-Kill, oder? Oder wird das ein One-Hit-Kill? Ja, es wurde ein One-Hit-Kill, sehr gut. Ah, unser Pokémon hat fast Level 30 erreicht. Aber, ja, fast Level 30. Wann entwickelt sich unser Pokémon eigentlich? Ich vermute, mit Level 30 entwickelt sich... mit Level 36 entwickelt sich unser Pokémon. Wir sind der Karateführer. Ich versetze dir einen Schlag im Namen der Liebe. Höher für die Liebe! Sind das die einzigen Trainer hier in dieser Arena? Diese vier Karate-Typen? Oder gibt es noch andere Trainer hier in der Arena? Ein weiteres Machoke. Langsam wird es langweilig. Ich benutze jetzt Ruheort, um mein Pokémon zu heilen. Es kann sein, dass wir gleich wieder Damage nehmen werden. Aber hoffentlich hat sich die Attacke gelohnt. Ah, er fügt uns kein Damage zu, sondern er setzt unsere Verteidigung eins weiter nach unten. Gut, ich greife ihn an mit Aeroras. Unsere Flugattacke. Ah, fast ein One-Kill. Das liegt wegen dem Level-Up. Oder hat unser Pokémon gerade eben... Nein, hat's nicht. Er hat es nicht. Alles klar, noch einmal Aeroras und dieses Machoke ist erledigt und unser Pokémon erreicht Level 30. Lernst du eine neue Attacke? Ich bezweifle es, unser Pokémon hat ja vor kurzem Aeroras gelernt. Nein. Gut, ein weiteres Machoke. Es wird echt langsam langweilig. Nur Machokes hier in der Arena oder Macholos oder Meditis. Andere Pokémon sind wir noch nicht begegnet. Ah, wieder fast ein One-Hit-Kill. Das stört mich ein bisschen. Mein Pokémon keine One-Hits verteilt bei diesen Kampf-Pokémon. Naja, gut. Immerhin ist dieses Machoke jetzt auch down. Und wenn jetzt noch ein weiteres Machoke kommt, dann ist das wirklich langweilig. Entwickler, habt ihr keine anderen Pokémon zur Verfügung oder warum kommen hier nur Machokes, Macholos und Meditis in dieser Arena vor? Man hätte den Pokédex doch erweitern können, sodass mehr Pokémon zur Auswahl wären. Aber nein, die müssen ja an ihr Geld denken. Man darf ja nicht alle Pokémon in einem Spiel fangen. Man muss sich ja mehrere Spiele kaufen, damit man alle Pokémon fangen kann. Das ist wieder so ein Marketinginstrument. Ach verdammt, scheiß Kapitalismus. Heutzutage denken alle Menschen nur noch ans Geld. Nichts geht ohne Geld. Ohne Geld macht niemand etwas. Und das ist scheiße. Ah, zermalmt. Heute wurde ich auch Opfer einer verdammten Adware. Zur Erklärung, was Adware ist. Adware ist so ein Virus, sag ich mal. Der installiert sich selbstständig bei eurem PC und zeigt Werbung an. Und er lädt auch gleichzeitig, da gibt es auch noch so Hijacker-Sachen. Die installieren weitere Software, die Werbung auf Webseiten anzeigt. Obwohl man einen Adblocker sogar drin hat. Naja, und das ist scheiße. Sowas gäbe es nicht, wenn man nicht immer nur ans Geld denken würde. Na, dann wäre die Welt auch viel schöner, dann gäbe es auch kein Copyright. Dann könnte man frei überall seine Lieblingssendung anschauen, ohne dass man gleich angemotzt wird, hey, du darfst es nicht.
Oder man kann überall auf YouTube was hochladen, ohne dass es dann von YouTube beansprucht wird. Aber nein! Heutzutage denken alle nur noch an Copyright und Rechte und Geld und alles Mögliche und Profit. Und das ist schlimm. Das ist mein, das ist mein Hass an die Gesellschaft, sag ich mal. Und es geht ja auch weiter. Es geht noch weiter. Manche Firmen, die sind so geldgeil. Apple zum Beispiel, die machen ihr Produkte mit Absicht schlecht. Ich will jetzt nichts gegen Apple-Produkte sagen oder so, aber von der Qualität her sind sie schon ganz gut. Bloß gibt es einen Haken, und zwar die Akkus. Ja, ihr kennt doch bestimmt eure Smartphones. Die Akkus, ne, die sind nicht besonders haltbar, und das ist von den Herstellern mit Absicht gemacht worden, damit ihr euch schnellstens ein neues Smartphone kauft, sodass die Produzenten die eurer Smartphones schneller an Geld kommen. Und dabei ist die Meinung des Kunden völlig egal. Selbst ob der Kunde es braucht oder nicht. Man braucht immer, heutzutage kommt man gar nicht mehr aus ohne ein Smartphone. Ich habe zum Glück kein Smartphone, weil ich unterstütze solche kommerziellen, ich sag jetzt mal auf gut Deutsch, Scheißfirmen nicht. Ja? Die nur ans Geld denken. Sowas unterstütze ich echt nicht. Und dann machen die ihre Smartphones auch noch so teuer. Wie viel kostet ein iPhone 6, das neuere? Ich weiß nicht, 600 Euro oder so. Und dann gibt es ja tatsächlich Leute, die kaufen sich das jedes Jahr, obwohl jedes Jahr ein neues rauskommt. Ja, ich verstehe es nicht. Das ist halt die heutige Gesellschaft. So, achso, ich habe ja gar nicht erklärt, wie man hier was machen kann. Genau, also wir können hier so, ihr seht es, die Wände können wir hier bewegen, indem wir einfach auf die zugehen. Und so können wir den Weg zur Arenaleiterin freischieben, sage ich mal. So, ich muss erst schauen, wo die Arenaleiterin überhaupt ist. Ich schätze mal, die müsste so in der Mitte der Arena sein. Ah, hier oben scheint sie zu sein. Gut, hierfür müssen wir zunächst dieses... Ja, hier müssen wir den Ding wegmachen. Die Wand, die steht uns hier im Weg. Hier ist nichts bloß Abfall. Nein, falsche Arena. Ich gehe mal dorthin. Vielleicht kommen wir da. Ja. Ah, ja, ist da. Sehr gut. Hier können wir hier den Weg frei machen. Wir machen den Weg frei. Okay. So, genau. So, okay, jetzt sind wir hier. Jetzt können wir hier diesen Weg frei machen. Jetzt müssen wir zurück. Geht ja zum Glück ganz leicht. Wir haben ja hier den Weg frei gemacht. So, es ist möglichst wichtig, sich viele Wege frei zu machen. Wie oft habe ich das jetzt in den letzten 5 Minuten gesagt? Wie man den Weg frei. Oh Mann, jetzt mache ich selber schon Werbung für irgendwelche Banken. Naja. Gut, jetzt können wir dorthin. Oder vielleicht auch nicht. Verdammte Axt. Aber hier geht's weiter. Okay, jetzt können wir da lang. Oder? Nein. Schwierig. Ah, hier oben können wir noch was bewegen. Genau, jetzt sind wir hier. Können wir hier durch. Und jetzt können wir dort durch. Jetzt müssen wir noch einen Weg finden, hier den Weg frei zu machen. Genau. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Jetzt können wir hier das bewegen. Genau. So, verdammt. Ah ja, perfekt. Jetzt ist der Weg frei zur Arenaleiterin. So. Wie auch immer du heißt. Hilda, glaube ich, heißt du. Ich fordere dich jetzt heraus. Hallo, schön, dich kennenzulernen. Ich bin die Arenaleiterin Hilda. Ich weiß nicht genau, wie es ist, stark zu sein, und Arenaleiterin bin ich auch nur zufällig. Aber ich werde in jedem Fall mein Bestes geben. Wird Bestes nicht kleingeschrieben? Ich weiß nicht. Schließlich sind Kämpfe eine ernste Sache, also dann. Arenaleiterin Nummer 3. Hilda. Die mit den Hasenzähnen. Mediti. Warum gibt es hier in dieser Region eine Kampfarena, obwohl es hier kein einziges Kampf-Pokémon aus der jeweiligen
Generation gibt. Oder kennt ihr einen Pokémon der vierten Generation vom Typ Kampf, was hier in diese Arena einfügbar machen, ja, was man hier in diese Arena reinbauen könnte? Ich kenne keins. Weil ich die vierte Generation nicht gut genug kenne. Das ist der Grund. Und, ah, oh, Mediti, One-Hit-Kill, sehr gut. Was kommt als nächstes? Marshock bestimmt, natürlich. Wem überrascht das? Das wievielte Marshock ist das jetzt in diesem Part? Naja, ich glaube, Macholus wären sogar schlimmer gewesen. Ich hoffe, es benutzt keine Gesteinsattacke. Kampf-Pokémon können auch Gesteinsattacken lernen, als Anti für Flug-Pokémon. Gut, dieses Marshock kann keine Gesteinsattacke. Eine beliebte Gesteinattacke bei Kampf-Pokémon ist Steinkante. Oder Steinhagel können manche Kampf-Pokémon auch lernen. Durch Chain Breeding, glaube ich, können sie Gesteinsattacken lernen. Lucario. Ah, ein Pokémon der vierten Generation von Typ Kampf. Endlich mal was Neues. Man hätte ja hier eigentlich auch ein Riolu einbauen können in dieser Arena. Wäre zwar ein bisschen, ja, kindisch, aber es wäre eine absolute Abwechslung. Und viel besser ist nur gegen Mushrooms zu kämpfen. Oh mein Gott. Ein One-Hit-Kill von ihr. Oder von ihm, denn dieses Lucario ist männlich. Oh Gott, dieses Lucario ist gefährlich. Was mache ich denn jetzt? Komm, Frau Löwe, mir fällt nichts anderes ein. Gut, der Angriff wird gesunken, das ist gut. Ah, wir können die Attacke Anziehung benutzen. Oh Gott, Ableitieb ist gefährlich. Eine üble Combo, wenn man Schwertanz vorher benutzt hat. So kann man jedes Pokémon one-hitten und sich gleichzeitig noch hochheilen. So, ich hoffe, dass die Anziehung was bringt. Ich greife jetzt an mit Funkensprung. Jawohl, die Flinkklaue. Bitte, zieh eine Menge ab. Ich schätze mal, das zieht gerade mal eine Achtel ab. Ja, sogar mehr. Ein Drittel war das jetzt fast. Eieiei. Oh, 5 KP. Ich muss mein Pokémon auf der Stelle heilen. Und zwar Supertrank. Wir haben zum Glück 4 Supertränke bei uns dabei. Die werden uns helfen, damit wir nicht kampfunfähig werden. Bitte, mach nichts. Jawohl, er ist stark für Liebe. Ach ja, die Liebe obsiegt über alles. Ja, eine Bodenattacke, Knochenharz. Eine gefährliche Attacke für meinen Elektro-Pokémon, denn Bodenattacken sind sehr effektiv gegen Elektro-Typen. Das ist auch gleichzeitig die einzige Schwäche vom Elektro-Typ, nämlich der Bodentyp. Eine Zitrobeere, okay, das ist nur eine Ausrede. Ich hoffe mal, dass er uns nicht mit seiner Bodenattacke trifft, ansonsten ist Frau Löwe ruckzuck kampfunfähig. Komm schon, Paralyse! Ja. Mach nichts! Oh, ging daneben. Ein Glück. Ich stecke wohl etwas in der Klemme, oder? Ja, das sehe ich auch so. Oh Gott. Nicht Knochenharz. Nicht Knochenharz. Sehr gut. Seine große Liebe wird dich jetzt töten. Alles klärchen, wir haben unseren dritten Orden. Und unsere Frau Löwe erreicht Level 27. Gut, von den Werten her auf Angriff und Initiative spezialisiert. Ich muss die Niederlage akzeptieren, du bist einfach zu stark. Okay, du hast gewonnen. Das war eine schwere Niederlage für mich. Ich habe viel daraus gelernt. Hier ist dein Orden. Bergorden. Das liegt bestimmt daran, weil dass der Orden so heißt, weil die Stadt so aussieht wie ein Berg oder weil die Stadt so verbergt ist, sag ich mal.
Gut, jetzt haben wir Ableitip bekommen. Die Attacke könnten wir unser Pokémon beibringen. Ich schau mal schnell, welches Pokémon die Attacke lernen kann. Haspyro. Naja gut, die Mega-Entwicklung von Haspyro Schlapor, die hat auch den Typ Kampf. Also von daher ist es gar nicht mal so unlogisch. Oh Kevin, du hast die Arena-Leiterin besiegt. Natürlich habe ich das vorher gewusst. Ja, klar. Schleim dich ruhig bei mir ein. Oh, was will die denn hier? Hi Kevin, kannst du mir bitte helfen? Ich habe aus Versehen meinen Pokédex fallen lassen und Team Galactic hat ihn sich geschnappt. Und nun wollen sie ihn mir nicht wiedergeben. Bitte hilf mir. Ich warte vor dem Gebäude des Team Galactic. Bitte komm. Ja, ja. Gut, wir haben unseren Ort noch gar nicht angeschaut. Schauen wir uns den einfach mal an. Unsere anderen Orden sind inzwischen verdreckt geworden. Aber die kann man polieren. Ich mache das jetzt nur ganz kurz bei einem Orden oder so. Damit ihr seht, wie sich der Schmutz von dem Orden löst. In Zukunft werde ich das nicht mehr machen. So, Funkel, Funkel, Glitzer, Glitzer. Na, jetzt haben wir es gleich, hoffe ich zumindest. So, genau. Den können wir auch noch polieren. Ach, wisst ihr was, wenn ich schon dabei bin, poliere ich gleich alle. Was soll's, wir haben ja eh noch genug Zeit. Orden polieren, Orden polieren. Der Bergorden sieht aber nicht gerade aus wie ein Berg. Das sind quasi nur ein paar Quadrate. Nach dem Berg sieht es eher gesagt nicht aus. So, und der, was ist das für ein Orden? Der Steinorden, der sieht auch nicht gerade aus wie ein Stein, sondern eher wie ein Pokéball. Also ein Pokéball-Orden, wenn man es so haben möchte. So, gleich hätten wir es. Dauert nicht mehr lang. So, das war's. Geld haben wir 6280. Ja. Unser nächster Orden ist eine Wasserarena. Schauen wir mal gleich nach, wo sich die befindet. Wir haben ja noch genug Zeit, also von daher können wir uns noch ein bisschen Zeit lassen hier. Gut, jetzt gehen wir hier nach Süden in Richtung Weideburg. Dort befindet sich die Wasserarena von Marinus, heißt der, glaube ich. Und wir werden am Kühnheitsufer vorbeigehen. Gut, dann gehe ich zurück ins Pokémon Center und heile meinen Kampffalken. Na, wo ist mein Fahrrad? Ah, hier ist es, okay. Na verdammt, falsches Haus! Nein, das ist kein Pokémon Center! Hallo, ist das hier ein Pokémon Center? Nein! Wobei, wir können gleich Geld in der Spielhalle ausgeben, um uns Schwerttanz später kaufen zu können. Willkommen in der Spielhalle, brauchst du Münzen? Ja, wir brauchen nur noch ein paar Münzen. Gute 3000, genau gesagt. Ich muss sagen, die Spielhalle, die war in der ersten Generation noch viel cooler und in der zweiten auch noch cooler als in der vierten. Und in der dritten, denn hier gibt es viel zu wenig Möglichkeiten, die man kaufen kann. Hier kann man nur ein paar Items und ein paar TMs kaufen, mehr aber auch nicht. Früher konnte man Pokémon kaufen, Lavita zum Beispiel in der silbernen, in der Kristalledition oder in der goldenen. Und Pantimos und Sichlor, soweit ich weiß, in der gelben und roten. Also so richtig seltene Pokémon konnte man früher in der Spielhalle kaufen und heutzutage ist es ziemlich langweilig geworden, weil man nur Items und, ja, TMs kaufen kann. Und heutzutage sind die TMs und die Preise auch für die TMs und Items auch ziemlich teuer. Ich meine 4000 für Schwerttanz. Früher hat man dafür einen Sichler bekommen. Naja. Das sind halt die modernen Zeiten. Ich bin hier ganz schön philosophisch in diesem Part, kommt mir so vor. Danke, deine Pokémon sind wieder fit.
komm bald wieder. Werden wir sicherlich, nachdem wir Team Galactic besiegt haben. Wir müssen zunächst zu ihrem Gebäude gelangen. Mit unserem Fahrrad geht es zum Glück ziemlich ratzfatz. Oder ratzfratz. Ratzfratz. Ein Pokémon-Witz. So, hier werden wir. Ja, im nächsten Part werden wir Team Galactic bekämpfen. Also macht's gut, bis zum nächsten Part. Euer Yanka Happy. Ciao.